Muss jetzt schon lachen, weil ich weiß, dass du bei mir was, also dass du da mindestens eine Karte auch noch rausballerst. Es ist so obvious, dass ich mir schon unsicher bin. Hey Leute, was geht? Hier sind Julian und Julius. Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Random SBB auf unserem Kanal. Heute um das 500.000 Münzen Pack mit 100 Goldspielern. Alle garantiert 81 oder höher, drei garantiert 86 oder höher und einer garantiert 88 oder höher. 92% Wahrscheinlichkeit auf den Team of the Season. Letzte Woche waren es noch 93. Da merkt man wieder, EA kratzt da hier wirklich an jedem Prozent. Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Ich will hier 5 Tots in einem Pack sehen, oder Witz? Ja, hatte ich ja letztes Mal. Wie immer an euch der Hinweis, lasst die Finger von den FIFA-Points. Lasst lieber einen Daumen nach oben da, damit wir die für euch testen und ihr seht, dass es sich eigentlich nicht lohnt. Ich würde sagen, wir gehen rein in 3, 2, 1 und jetzt geht's raus und zieht's paar Team of the Seasons. Da bist du doch und wer ist es? Abdulaziz Al-Sheri oder was? Tom Bakti, Digga. Und bei mir Igalo. Was für ein Rating? 90. Digga, wir wurden wieder so... Ja, wir wurden komplett gescammt. Und ihr würdet auch gescammt werden, Freunde. So, gucken wir mal hinten dran. Oh, okay. Ich meine, er kostet mittlerweile auch nichts mehr, aber ein Mbappé ist noch hinten dran. Ich habe einfach einen Tots. Das ist der Typ. Ja, ich auch. Geisteskrank, wirklich. Das ist ja so schlecht. Das ist wirklich völlig krank. Wir haben extrem viel Zeit heute in den Teambau gesteckt, Freunde, weil das ist... schwierig, heute hier auf 30, 31 Chemie zu kommen und dabei ein Team zu bauen. Das ist ja die Schwierigkeit, was schwer zu erraten ist. Bei dir hätte ich jetzt gerne erstmal, du hast ja die 4-3-3-4, meintest du, den kompletten Sturm. Ja, brauche ich eigentlich auch nicht reinstellen. Schön, dass du über den Weg gegangen bist mit Al-Owairan und Al-Chabert. Ne? Mhm. Na klar. Ich habe noch Mbappé auf dem linken Flügel, weil ich den ja gezogen habe im Pack. Stürmer brauche ich gar nicht reinmachen und über rechts habe ich Cole. Okay, ja. Also ich habe Al-Chabert, Al-Owairan und Al-Dosari. Ja, ist cool. Mit deinem kann man vielleicht noch was über die Nation machen, mit meinem aber auf gar keinen Fall. Ich habe Al-Chabert sogar noch schnell abgeschlossen für das Video. Da ist er drin, später fliegt er dann natürlich raus und du darfst jetzt deine Außenverteidiger reinstellen und deinen linken Flügel. Ich gehe da heute mal eine andere Schiene erstmal. Interessant. Zweimal Serie A und einmal Saudi League. Deulofeu, Team of the Year, Theo Hernandez. Und aus der Roschen Saudi League, Abdul Hamid. So ein kleiner. Ja, ich habe den Al-Sharani. Das ist quasi die gleiche Karte mit genauso viel Tempo und den gleichen Stats. Auf links, ne? Ja, das aber der Ding kann ist auch Rechtsverteidiger halt, spielen. Das war halt so ein World Cup-Star. Ja, klar. Aber du, warte mal, hast du da jetzt diese 85er-Karte? Mhm. Okay, dann ist okay. Dann, ja, alles gut. Ja. Ach. Dachtest du, ich hätte den Silber eingebaut? So was mache ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht. So, Torhüterrunde und den Rechtsverteidiger bitte noch. Also ich bin sehr gespannt. Torhüter ist Mesli. Nein, den hatte ich aufgeschrieben. Und dann habe ich ihn weggemacht für Grohe, weil ich mir gedacht habe, vielleicht baust du den ein. Oh mein Gott, GG. Nein. Rechtsverteidiger Montiel. Habe ich fei. Ja, aber dann weiß ich, wen du noch hast. Das ist so dumm, Alter. Und ohne Scheiß, bei dir ist es... Ohne Witz, du kannst so viel machen mit dem Nigerianer, aber bei mir ist das Ding so kacke. Ach. Nigeria, OP. Also, küss eure Augen, dass ihr so geile Fußballer habt. Wenn ihr aus Nigeria seid, schreibt mal in die Kommentare. Bin willst du außer ja, meinem Keeper. Rechter also, Flügel. Dann kommen jetzt zwei Icons auf einmal. Casillas und Garincha. Menya und dann habe ich es nochmal mit Al-Dosari probiert. Also, dass da nicht Al-Chabert und Al-Owairan reinkommen, ist mir auch klar gewesen. Ja, mal gucken. Ich habe noch einen Stürmer offen. Aber keine Icons bzw. Heroes mehr große. Aber es war ja für dich vor kurzem auch kein Problem, noch einen dritten einzubauen. Ja. So, Jules, jetzt hätte ich gerne dein komplettes Mittelfeld. Also, okay. Linker ZM. Von dem Verein von Tom Bakti, Krzyszowiak aus Polen,
Leider nicht, sondern Banega natürlich. Dann habe ich noch Enzo Fernandes und Jadon Sancho. Weißt du, was du machen hättest können? Da gibt es ja noch einen Argentinier. Du hättest auch Guanca spielen können. Der kann aber, glaube ich, nur ZDM, oder? Nee, ZOM kann der, glaube ich, noch. Ja, aber der ist auch brutal kacke. Hast du den nicht auch? Den habe ich aber auch aufgeschrieben. Du bist so ein... Ja. Ohne Scheiß, Alter. Das war wirklich heute die Ich glaube, in der Geschichte unserer SBBs war das die undankbarste Aufgabe, ja, die du heute hattest. So ziemlich. Hätte ich dir jetzt noch einen Keeper rausgehauen? Das wäre Ende Gelände gewesen. Wen hast du aufgeschrieben? Paneka, Guanca und Fabian. Fabian. Alles klar, dann bei dir die Innenverteidiger und den Stürmer. Also jetzt könntest du mir auch einen rausschießen, weil... Osimhen ist schon relativ obvious jetzt mit dem Serie A-Anteil schon. Dann geht's weiter mit Umtiti und hört auf mit... Wir gehen mal noch in eine weitere Liga. Ligue 1, Sergio Ramos. Das war alles sehr obvious. Ich habe CR7 im Sturm. Tom Bakti. Was? Den ich auch habe. Aber ich habe Umtiti. Geil. Was? Okay. Wieso lachst du so? Ich muss jetzt schon lachen, weil ich weiß, dass du bei mir was... Also, dass du da mindestens eine Karte auch noch rausballerst. Also, ich weiß eigentlich nicht. Beide. Das ist also, so das obvious ist... eigentlich, dass ich mir schon unsicher bin. Ja, ach, mach dir da mal keine Sorgen. Okay, linker Verteidiger. Talia Fico. Mhm. Das ist ganz schön leise auf einmal. Und Innenverteidiger. Kimpembe. Ich hab Lisandro Martinez und Romero. Ah! Lol. Das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Ja, ja, das stimmt. Man. Dadurch, dass so viele Argentinier und so schon hatte, dachtest du, dass ich auf 5 Argentinier kommen muss. Aber boom. Alles klar. Dann würde ich sagen, dein Mittelfeld und danach hast du mehr Bronze-Spieler als ich. Pogba? Das ist schon, ja. Und Medran. Das ist halt auch so obvious jetzt gewesen. Der kommt raus, aber statt Pogba habe ich Bennacer. Ah, Junge, was ein SBB. Ja, okay. Hier hat's gekracht und gepfiffen. Ach, der Backhaus gefällt mir da vorne. Oh Mann, Alter, was ein Team. Oh, Backhaus, komm, Bruder, pushen. Junge! Juri? Digga, ich wollte den wegflanken. Der war doch voll nah an dem Ball. Das ist dir gelungen, Großer. Ah, gelb, habe ich genauso gesehen. Jetzt aber. Osi. Supermann. Hier, der Fliegenfänger, den baller ich nie wieder rein. Mamum bam. Mua. Ah, schön. Ball mit dem roten. Ja, reingewuselt. Junge Quanbo hat Backhaus den Ball abgenommen. Jetzt hat er ihn wieder. Boah, Quanbo, du Sau, Alter. Toll. Mach ihn! Osimhen macht ihn. Oh mein Gott. Nein, es war zum Glück nicht Backhaus. Junge, ich hab ihn besucht, er war nicht vorne, Mann. Mann, du. Knappes Ding. So, Matchwinner bei mir war auf jeden Fall Pogba mit einem Tor und einer Vorlage, wann der das wohl mal wieder im Real Life schafft. Jules, sag mal, wen soll ich dir abstoßen, Großer? Wen hättest du gerne? Am besten Tom Bakti. Nee, den natürlich Tom nicht. Bakti? Bester Mann. Mhm. Tom Bakti. Guter Mann eigentlich gewesen. Ansonsten, Mbappé, Enzo Fernandes, tob dich aus. Aber ich habe auch 2 Bronze-Spieler, also... Hatten ja beide 2 Bronzespieler heute. Ich würde sagen, es geht heute mal in den Sturm nicht, sondern es geht in die Abwehr. Und zwar hätte ich da gerne
deinen Linksverteidiger, weil da steht bei mir der Team of the Year. Und da steht bei mir Hasan Tombakti. Es hat ihn wirklich getroffen. Kannst du keinem erzählen, Alter. Den hole ich mir definitiv dann wieder aus dem Saudi-Pack zurück. Und Freunde, das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt noch das Video hier ab und dann sehen wir uns morgen wieder zum Bundesliga-Tots-Pack. Macht's dann gut, haut rein und ciao. Tschüss.